Was geht ab, Freunde, und willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute für mich von Herzen ein wirklich sehr besonderes Video, denn es findet der Release heute statt. Es ist der 28. Januar und für euch heute um 18 Uhr. Und ein ganz kurzer Tipp, seid bitte schon vor 18 Uhr auf dem Shop und seid ready. Wir haben die Stückzahlen wirklich, es ist keine Verkaufstaktik, Freunde, die Stückzahl ist wirklich so low, das glaubt ihr mir gar nicht. Ihr werdet es mir nicht glauben, seid einfach ready. Der Release heute um 18 Uhr, die neue Vintage Repute Vision Light Blue Denim wird heute released. Wir haben die schon gefühlt seit 5-6 Wochen auf Lager. Hab mich dazu entschlossen, dass wir die Ende Januar releasen werden. Und heute ist es endlich soweit. Ich bin wirklich mega stolz, mega happy. Ihr wisst ja, wir haben die Produktion ja komplett verlegt nach Europa, nach Italien und nach Portugal. Hoodies werden gerade in Portugal produziert und die Jeans wurde genauso wie letztes Jahr die Waxed Jeans in derselben Produktion, wo auch Gucci übrigens ihre Pieces produzieren lassen hat, haben wir die neue Jeans produzieren lassen und ich bin wirklich mega happy. Also ohne Spaß, sehr, sehr zufrieden. Die Waschung ist sehr wild. Wir haben Details, sind handmade. Wir haben Stoffqualität, wirklich eine 10 von 10 und der Fit ist auch wirklich eine 10 von 10. Holt euch die Pants, Freunde. Ihr werdet alle ein Unique Piece haben, welches in der letzten Zeit und in der nächsten Zeit wahrscheinlich von keinen anderen Brands so in dem Look wahrscheinlich released werden wird. Also von dem her, ihr habt wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr nices Teil, welches nicht gerade von der Stange sein wird. Unabhängig von der Stückzahl von mir. So, ich hole mal die Pants. Wir haben ja letztes Jahr, wisst ihr ja, die Waxed Jeans auch released gehabt. Das ist übrigens das erste Piece aus unserer Produktion gewesen. Das war, ein wirklich sehr, sehr gut angekommenes Piece bei euch. Ihr habt sie euch alle geholt. Stückzahl war auch sehr, sehr gering. Auf jeden Fall kam sie sehr gut an. Die Pants wird heute immer noch gerockt. Bin auch mega stolz. Und ihr wisst ja, ich will es alles ein bisschen exklusiver, ein bisschen spezieller machen. Darum war so meine erste Jeans eine Waxed Denim. Haben wir sehr viel Fokus auf Qualität gelegt. Kam auch wirklich sehr, sehr gut an. Alles top. Und jetzt haben wir das zweite Teil. Und zwar ist es die Light Blue Denim. In derselben Produktion mit wirklich sehr, sehr crazy detailreichen Details, würde ich sagen. Alle Rips, die ihr in den Pants seht, sind wirklich alle unique, also individuell vor allem, weil sie von Hand gemacht worden sind. Also das ist nicht irgendwie maschinell irgendwas gemacht. Ich werde euch auch gleich zeigen, wir haben nämlich die Pants zweimal da, dass die Details sich wirklich von jeder Hose zu Hose sich unterscheiden, weil sie wirklich alle handmade gemacht sind. Also Produktion Italien wirklich sehr, sehr großen Wert drauf gelegt, auf Qualität und auf Details. Wir haben übrigens jetzt im Vergleich zu der Wax Denim, haben wir ein bisschen was geändert und zwar so Kleinigkeiten wie diese Nieten. Da haben wir jetzt diese Repute Vision Logos drin, also dieses V. War mir auch sehr wichtig, ne? Ich habe das bei der Wax Jeans nicht gehabt und dann habe ich mir halt einfach gesagt, okay, wir müssen auf jeden Fall noch ein paar mehr Details in unseren Stuff reinlegen und dann haben wir das halt hier bei der Pants so gemacht. Ihr seht ja, ne? Wir von Drop zu Drop nehmen wir die Erfahrung raus und tun uns auf jeden Fall immer so ein bisschen upgraden, updaten und machen die Pieces immer noch ein bisschen besser und wissen, was vom letzten Release vielleicht man anders hätte machen können und dann tut man es dann quasi bei der neuen Produktion nochmal so umsetzen. Was wir noch gemacht haben, bei der Pants haben wir nicht mehr Reißverschluss. Wir haben hier jetzt Knöpfe. War mir irgendwie lieber, weil ich habe auch bei meinen ganzen Vintage Levi's, die ich besitze, mag ich es auch eher mit Knöpfen als wie mit Reißverschluss und habe dann zwei Samples mir bauen lassen. Wir haben wirklich hier 5 Samples von den Pants uns zukommen lassen und haben mich dann für eine entschieden und mit den Knöpfen war meine Variante halt eben viel besser. Ansonsten, Pants ist, Freunde, Light Blue, die wirkt vielleicht je nachdem, was für ein Lichtverhältnis man hat, hier wirkt das ja alles ein bisschen gelblicher, weil ich hier diese Spots habe, wirkt die Pants immer so ein bisschen unterschiedlich. Die hat immer so einen leichten Touch, wenn du im Dunkeln bist, wirkt sie eher Light Blue bis zu, vielleicht etwas hellerem Weiß, ist aber nicht, die ist wirklich Light Blue. Und wenn du aber im Dunkeln bist, wirkt sie vielleicht so leicht Blue Mint. Also ihr müsst die Hose wirklich versuchen und ich kann euch versprechen, Freunde, ihr werdet die Hose behalten. Vor allem denkt dran, Sonne scheint, ne? Im Sommer wird diese Hose auf jeden Fall ein Hingucker. Ansonsten Details, de-stressed, unten alles komplett aufgerippt. Mir war der Fokus auch sehr, sehr
wichtig, dass man hier unten alles komplett aufmacht, weil ihr wisst ja, dass ich das komplett liebe hier mit diesen ganzen Vintage-Details. Auch alles übrigens handmade, individuell. Ich zeige euch mal ganz kurz einen Vergleich. Ich falte mal kurz diese Hose, genauso wie ich die andere Hose falten werde. Also ungefähr. Ne, warte mal, so. Genau. Und jetzt nehme ich mal eine weitere Pants, die ebenso gefalten ist. Und jetzt könnt ihr quasi sehen, dass die Rips hier, also komplett de-stressed, alle individuell sind. Das sind zwei selbe Hosen, ne, also gleiche Hosen, nicht dieselben. Und dieselben Stellen. Und ihr seht, dass die Rips alle ein wenig anders sind und halt eben individuell. Das war mir halt auch besonders, dass halt echt alles ein bisschen unique ist. Guck mal, hier diese hat zum Beispiel mehr Rips als die hier. Je nachdem, ne? Also der eine wird halt eben ein bisschen mehr haben, der eine wird ein bisschen weniger haben. Aber ihr könnt auf jeden Fall davon ausgehen, dass die Pants auf jeden Fall exclusive ist, unique und von der Stückzahl wirklich sehr, sehr rare, würde ich sagen. Also sehr, sehr klein. Ansonsten, was habe ich sonst zu sagen? Qualität, es ist 100% Cotton. Ne? Vom Stoff her, die Hose wurde stark gewaschen, damit sie auch diese Waschung hat, diese Light Blue. Und ja, durch die Waschung fühlt sie sich sehr, sehr soft an. Also die fühlt sich nicht stiff und hart an. Die Hose wird auf jeden Fall jetzt für die kommende Jahreszeit, die auf euch zukommen wird, wird sie auf jeden Fall eine 1A-Hose sein, weil der Winter ist für mich eigentlich jetzt eher schon fast rum. Natürlich ist es noch ein bisschen kalt, ne? Gar keine Frage. Aber die Hose, wenn ihr sie bekommt, Versand geht sofort morgen los. Ne? Also ihr wisst, wer heute Abend bestellt, der wird dann morgen wahrscheinlich schon die Versandbestätigung bekommen und wird das Paket wahrscheinlich schon gegen Montag oder Dienstag, spätestens Mittwoch bekommen. Ansonsten, was habe ich noch zu sagen? Ja, wenn die Sommertage kommen, wenn die Sonne scheint, wird diese Hose auf jeden Fall ein Must-Have in eurem Schrank. Ansonsten, preislich, genau, war eine wichtige Frage, das vergesse ich jedes Mal. Preislich liegt die Hose bei 149 Euro. Ihr wisst, Stückzahl ist wirklich sehr rare. Wir haben hohe Produktionskosten, ich sage euch ehrlich, ich lüge euch nicht an. Ich würde die Hose gerne genauso wie die Waxed Jeans bei 130 lassen. Aber ich sage euch ehrlich, ich konnte das nicht. Es geht einfach nicht, weil die Details durch das Handmade, die geringe Stückzahl, übrigens die Stückzahl ist leicht geringer als bei der Waxed Pants, ist einfach von den Produktionskosten einfach hoch gewesen und mir waren da eigentlich ja so mehr oder weniger die Hände so gebunden, weil ich habe auch immer das Risiko, ne? Das Sampling hat Geld gekostet. Ich brauche jetzt auch nicht jetzt hier mich rechtfertigen, aber das sind so die Gründe, warum die Preise halt in Italien einfach höher sind. Genau, ansonsten, ich habe, glaube ich, soweit alles gesagt, alles gezeigt. Ja, Release ist jetzt gleich um 18 Uhr, Freunde. Seid ready, viel Spaß damit. Alle, die das Video eventuell ein bisschen später sehen werden, ihr habt auf jeden Fall noch eine Chance auf einen Return-Drop. Also bedeutet, wenn manche die Hose in ja, einer Zweierstückzahl kaufen, also zum Beispiel eine 33 und eine 34, dann kann es sein, dass vielleicht der ein oder andere eine Size zurückschicken wird. Und nach ungefähr 14 Tagen ist bei uns immer der offizielle Return-Release. Seid da auf jeden Fall ready. Meldet euch unten im Shop an. Ansonsten, ja. Was mir gerade noch einfällt, die Size-Chart. Wir haben Größen von 30 bis 38. Und ich werde euch noch die Tabelle einblenden, dann könnt ihr euch auf jeden Fall mal so ein bisschen daran orientieren, welche Größe ihr eventuell bräuchtet. Ihr wisst, man misst immer Bundweite, also von da bis da und dann Beinlänge von hier bis nach ganz unten. Vergleicht es auf jeden Fall mit irgendwelchen Hosen, die ihr schon zu Hause bereits habt und dann wisst ihr auf jeden Fall genau, welche Größe ihr braucht. Ich trage eine 34, bin ungefähr 1,75 groß und wiege stabile, gut gebaute, dicke, fette 90 Kilo und habe etwas dickere Schenkel. Ich bin euch ehrlich, ich könnte auch eine 33 tragen, aber ich habe mich halt eben für eine ja, 34 entschieden, weil ich es halt dann doch lieber mag, wenn es eher ein bisschen baggy ist, ein bisschen mehr stackt, ein bisschen mehr aufbaut und ein bisschen zu groß wirkt. Ne? Ist ja sogar, ist ja nicht schlimm. Ne? Also wenn die Hose ein bisschen zu groß wirkt, ist ja nicht schlimm. Sieht ja trotzdem cool aus. Okay, Freunde. Lange geredet, ich hoffe, ihr habt Bock, ich hoffe, die Hose gefällt euch. Markiert mich auf jeden Fall auf Instagram, wenn die Pants bei euch angekommen ist. Und ich drücke euch auf jeden Fall für heute Abend um 18 Uhr die Daumen. Gönnt euch die Pants, ihr werdet es nicht bereuen, Freunde. Das ist auf jeden Fall eine Pants, die ihr nicht jetzt zwei, dreimal anziehen werdet. Ihr werdet sie übers komplette Jahr und auch nächstes Jahr tragen. Hört auf meine Worte, das war bei der Button Track Pants 2020 so. Ich habe immer noch Abonnenten, die tragen bis heute, es ist 2022, Button Track Pants, dann meine Sweatpants, bei der war es genauso und bei meinen Cargo Pants aus 2019 war das genauso. Ihr wisst, wir machen nice Teile, wir haben gute Qualität, es lohnt sich. Lange geredet, so, haut rein, Freunde, viel Spaß damit. Ciao, ciao.